Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. 15 Jahre bin ich kein Motorrad gefahren, jetzt habe ich mir eine Ducati gekauft und fange auch wieder an, so ein bisschen Zweiräder zu bewegen. Freue mich sehr, euch hier heute drei ganz unterschiedliche elektrische Zweiräder präsentieren zu dürfen. Und die gehören alle in diese 125er Klasse, sprich maximal 11 kW Nennleistung. Wenn ihr sagt, naja, du als Wiedereinsteiger hast ja gar keine Ahnung, ist in Ordnung. Dann schaut bei Eckart vorbei, der hat die drei auch besprochen auf seinem Kanal Asphaltart. Und Jens blickt mit Eckart, mir und jemand anderem nochmal ganz generell auf die Zweiräder bei Electric Drive. Sobald die Videos online sind, habe ich sie auch unten im Videobeschreibungstext für euch verlinkt. Ja, wenn ihr euch fragt, Mensch, warum denn hier 125er? Erstmal in der Anschaffung natürlich preiswert, auch wenn wir jetzt hier nicht unbedingt über unsere drei Stromer reden. Die sind durchaus ein bisschen teurer, aber im Vergleich zu Elektromotorrädern dann auch schon wieder preiswerter. Und das Schöne ist, wenn ihr schon 25 Jahre alt seid und mindestens 5 Jahre euren Führerschein habt, dann braucht ihr nur noch zur Fahrschule gehen, euch anmelden für die B196 Erweiterung. Gibt keine Prüfung, keine Fahrprüfung, sondern ihr kriegt ein paar Theoriestunden und zwischen 800 und 1.200 € kostet das meines Erachtens. Und dann dürft ihr fortan Zweiräder fahren in der 125er Klasse, sprich bis 11 kW. Und da muss ich das Ausrufezeichen setzen, in dem Fall hier von den elektrischen Zweirädern Nennleistung. Jetzt einmal die Zweiräder im Schnelldurchlauf. Der Seat Mu 125, der hat auch schon ein eigenes Video bei Ausfahrt TV, kostet ab 6.700 €, fährt in der Spitze 95 km/h und hat eine Reichweite von 100 Kilometern. Den BMW CE04, den gibt es offen, wie auch in der 125er Version. Da kostet er dann 12.500 € in der Basis, ist 120 km/h schnell und hat ebenfalls eine Reichweite von 100 Kilometern. Und zu guter Letzt die Zero FXE. Die hat eine Reichweite von 120 Kilometern, fährt in der Spitze 132 km/h und kostet stolze 14.060 € in der Basis. Ja, ihr habt gehört, die Reichweite ist bei allen im Prinzip so um die 100 Kilometer. Das ist nicht besonders viel. Warum sind die elektrischen Zweiräder trotzdem eigentlich ganz interessant, gerade für Umsteiger oder Wiedereinsteiger? Weil sie auf der einen Seite zwar die 11 kW Grenze haben, das bezieht sich aber nur auf die Nennleistung. Wenn wir uns zum Beispiel die FXE angucken, die Zero, 11 kW Nennleistung, sprich 15 PS, also Häkchen dran, aber in der Spitzenleistung, und das ist aktuell zumindest so vom Gesetzgeber auch vorgesehen, in der Spitzenleistung 33 kW und 44 PS. Also wenn du anfährst, so ein bisschen Hahn macht, da hast du schon Motorradgefühle. Und auch der Roller ist ja ein bisschen größer dimensioniert. Die offene Version vom CE04 ist dann noch potenter, aber auch hier die Spitzenleistung deutlich höher als die Nennleistung. Und bei den Verbrennern, da gibt es sowas nicht, da ist nämlich Nennleistung gleich Spitzenleistung. Dann gucken wir uns nochmal die Ausstattung an. Als einziges Fahrzeug kommt der Mu 125 mit einem Hauptständer. Die anderen beiden haben ja nur einen Seitenständer. Das möchte ich einmal hervorheben. Sobald ich den Seitenständer ausgefahren habe und beide Handbremshebel ziehe, dann kann ich den Kofferraum öffnen und hier sollen bis zu 2 Integralhelme tatsächlich Platz finden oder eben das Ladekabel und ein bisschen Einkaufgedöns. Ist auf jeden Fall eine Menge Platz. Weiter hat man hier einen Taschenhaken, das finde ich auch sehr praktisch für einen Roller. Und die Tasche, die ist optional, würde ich aber jedem Mo-Käufer anraten, weil ich hier mein Handy sogar mit Handschuhen bedienen kann. Das ist schon sehr pfiffig. Zudem für den Beifahrer gibt es hier hinten Haltegriffe. Und wenn ihr eben gesehen habt, wie ich vorne saß, dann seht ihr hier, ich hätte auch noch Platz dahinter. Allerdings sieht es mit der Zuladung nicht ganz so gut aus. 5,6 Kilowattstunden fast der Akku, den ich hier entweder auf der rechten Seite direkt laden kann oder aber ich habe die Möglichkeit, den Akku, hoppla, wie ein Trolley zu entnehmen. Und wenn ich ebenerdig wohne oder in einem Haus mit Fahrstuhl, dann kann ich den auch mit ganz bequem in die Wohnung nehmen und da laden oder im Keller oder was weiß ich. Aber rein zum Tragen wäre der viel zu schwer.
Und genauso wird der Akku auch wieder ins Fahrzeug geschoben, leicht verkanten. Und da braucht man wirklich keine Kraft für, sondern das ist nur ein bisschen Technik, die man üben kann. Cockpit, 69% Akku haben wir noch. Da wird verbraucht, da wird rekuperiert. Das ist die Reichweite im Fahrmodus City. Das ist die Laufleistung hier von Trip 1 und das ist die Geschwindigkeit. Außentemperatur und Uhrzeit werden uns auch noch angezeigt. Was ich ein bisschen komisch finde beim Fahren, zentral sehe ich immer, wenn ich so runter gucke, die Reichweite, also die prozentuale, also der State of Charge, den sehe ich ständig und gut und muss dann erst mich runterorientieren zur Geschwindigkeit, warum sie das so gemacht haben. Man weiß es nicht. Generell, ich schalte den Mo an, also ich stecke den Schlüssel rein, schalte hier an, ziehe beide Bremsen und halte den Mode-Schalter gedrückt und dann steht er ready und ich kann losfahren. Ich habe drei Fahrmodi, City, Eco und Sport. Ich persönlich fahre am liebsten in Sport, weil da auch noch rekuperiert wird. In City halt gar nicht, da läuft er halt frei. Und Eco kann man natürlich auch machen. Und während ich hier durchschalte, solltet ihr sehen, dass sich die Reichweite auch entsprechend anpasst oder angepasst wird. 56 Kilometer in Sport. Die Sitzposition ist angenehm, in den Spiegeln kann ich gut sehen. Was bei dem Mo ein bisschen befremdlich ist, ich bin ja nun kein kleines Kerlchen, sondern habe ein bisschen Masse und ich sehe halt wirklich ein bisschen komisch aus auf dem Roller. Ich setze mich jetzt hier trotzdem mal rauf. Er fährt sich wirklich wie ein richtiger Roller, wobei man ja dazu sagen muss, dass wir vorne ein größeres Rad haben. Was mit dir los ist, weiß auch kein Mensch. Ja, da würde ich auch überholen. Das ist ja richtig clever. Na gut, das gehört hier nicht unbedingt ins Review. Was ich euch sagen will, der fährt sich wie ein richtiger Roller. Wir haben ja 15 bzw. 14 Zoll Reifung. Mal vom Rekuperieren. Er rekuperiert jetzt recht stark hier, wenn ich in Sport bin. Und bremst dann quasi für mich auch. Kurvenlage kann man locker machen. Das Ding wiegt ja auch wenig. Und somit ist er wirklich leicht zu fahren. Wir haben ja zwei Bremshebel, Vorderbremse und Hinter- und Vorderradbremse. Auch das soll für den Wiedereinsteiger oder auch Umsteiger oder Neueinsteiger eigentlich ganz einfach sein. Ich bin ja eher eine Fußbremse vom Motorrad gewöhnt, aber das geht hier halt auch. Im City-Mode kommt man übrigens nur 80 km/h schnell, dann macht er dicht. Bei Sport kann ich die 95 km/h oder wenn wir ehrlich sind, laut Tacho sind das sogar 100 km/h voll ausfahren. Ja, wenn ich sage, er fährt sich wie ein richtiger Roller, meine ich damit, dass er so ein bisschen eierig sich fährt, aber jetzt nicht negativ, sondern halt so rollerlich. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll. So, dann mache ich mich auch schon auf den Rückweg und hänge jetzt hier mal ein bisschen stark am Gas bergauf. Das ist natürlich eine kleine Challenge für den Roller, der mich ja jetzt auch noch befördern muss. Aber es ist trotzdem flott und ich kann euch sagen, ich bin den Mo auch ein bisschen in der Stadt gefahren. Da ist man mit dem elektrischen Roller natürlich ganz vorne mit dabei. Kann gut im Verkehr mitschwimmen, weil da fehlt einem ja die Geschwindigkeit nicht. De facto ist es aber so beim Mo, wenn man jetzt in der Region so um 70 ist, fehlt ihm dann auch irgendwann die Kraft. Gut, er schöpft ja auch nicht die vollen 11 kW aus. Somit sollte das in Ordnung sein. Ich finde ihn hier auf der Landstraße schon fast ein bisschen deplatziert. Man kann ihn zwar hier lustig fahren, auch man kommt auch von A nach B, aber seine Stärken, die spielt er definitiv in der Stadt aus. Im Übrigen kann ich euch noch sagen, alle Schalter, die man so braucht, sind gut zu erreichen. Und ich kann euch noch sagen, was mich wirklich richtig stört beim Mo, ist dieses ganze Rumgepiepe. Und zwar jetzt, ihr hört es, ich blinke, er piept.
Und der Mo hat sogar noch einen Rückwärtsgang. Und auch wenn ich den einlege, piept es halt. Und nicht gerade leise. Ist gerade so ein bisschen unangenehm. In der Stadt stehst du an der Ampel, machst einen auf coole Socke. Und piep, piep, piep. Ist nicht ganz so lässig. Ja, dennoch, ich würde dem Mo jeden empfehlen, der hauptsächlich in der Stadt unterwegs ist, der Bock hat auf was Elektrisches, was sich wirklich sehr einfach fahren lässt. Ich würde fast sogar sagen, der Umstieg vom Fahrrad zum Mo ist jetzt nicht ganz so weit. Wer ihm gerne auch mal ein bisschen schneller Fahrrad fährt und sich dabei in die Kurven legt, der sollte mit dem Mo relativ schnell rankommen. Und da meine ich jetzt nicht, dass ihr ohne Führerschein fahren sollt, aber wenn ihr die 196er Erweiterung nehmt für euren Führerschein, dann habt ihr, glaube ich, nicht mal eine praktische Fahrstunde, oder? Kilogramm wiegt der BMW CE04, ist damit das Schwergewicht im Test. Darf auch am meisten mitnehmen, allerdings ist auch hier die Zuladung auf 179 Kilogramm begrenzt. Ich wiege nun mal schon über 100, aber immerhin, da könnte man schon jemand nicht ganz so Zierliches mitnehmen. Ja, Roller üblich würde man jetzt hier durchsteigen können, kann man nicht beim CE04, sondern muss tatsächlich drüber steigen. Ich bin 1,80 Meter groß, ihr seht also, das geht eigentlich ganz gut. Die Ausstattung ist eigentlich, hier haben wir ein Fach zum Laden des Handys, nicht gerade Roller üblich, dafür fehlt alles andere. Auf der anderen Seite dann noch der Ladeanschluss und wir haben hier auf der rechten Fahrzeugseite nochmal ein Fach, wo auch ein Helm reinpassen sollte, man aber auf jeden Fall auch das Ladekabel mitnehmen kann. Ja, und so weit, so gut. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Die Scheibe kommt übrigens auch aus dem Zubehör oder ist optional hier, das orangene Plättchen. Da gibt es auch große Scheiben. Der Fabian von Autophorie hatte auch einen CE04, allerdings einen offenen. Der hat eine große Scheibe gehabt und hier hinten sind zwei Schrauben. Da kann man dann irgendwie einen Gepäckträger oder Zubehör noch anbringen. Ich finde aber, dass der Roller, so wie er hier steht, genauso futuristisch aussieht, wie ich ihn haben möchte. Der Akku beim CE04 fasst 8,9 Kilowattstunden. Laut BMW hänge ich den Roller 3 Stunden an das Ladegerät und dann ist er wieder vollgeladen. Optional, und das hat unser Roller, hat mir sehr gefallen, gibt es eine Schnelllademöglichkeit hier in Form eines Typ-2-Steckers und damit bekomme ich dann den Roller innerhalb von 65 Minuten von 0 auf 80%. Wir haben hier mehrfach schnell geladen mit dem Juice Booster und das ging wirklich zack, zack, gerade wenn er nicht ganz leer war, den wieder voll zu kriegen. Das hat mir sehr gefallen und da hat man dann auch die Idee, wenn man mal eine Tour macht, dann trinkt man einen Kaffee und hängt ihn irgendwo an so einen eine 22 kW Wallbox und kann dann auch vernünftig laden. BMW hat es sich nicht leben lassen, hier so ein halbes Heimkino am CE04 zu installieren. Ich finde es aber schön, weil es sehr übersichtlich ist. Ist ja auch alles klar beschriftet hier. Ich gebe Strom aus, da ich bekomme Strom zurück. Und ich habe noch 31% State of Battery oder State of Charge. 28 Grad sind es, 18.04 Uhr ist es. Ich bin im Modus Road und ich fahre keine Geschwindigkeit. Wenn ich hier sitze, könnte ich mir es kaum bequemer vorstellen. In beiden Spiegeln sehe ich eine ganze Menge und das Setup ist ähnlich. Den Funkschlüssel habe ich in der Tasche. Hier unten ist der Ein- und Ausschalter. Schalte ich das Motorrad sage ich schon, aber hey, er meldet sich auch mit BMW Motorrad. Dann ziehe ich die Handbremsgriffe, drücke hier den roten Hebel, das ist ja auch wieder Not aus und dann habe ich diese Ringstruktur und kann losfahren. Hier verändere ich die Fahrmodi. Da habe ich ein paar mehr, Eco, Rain, Road und Dynamic und heizbare Griffe gibt es, die wären noch richtig schön warm. Dann habe ich hier diesen BMW-üblichen Schalter, mit dem ich einiges anstellen kann.
der aber in der Regel sehr viel Sinn macht, wenn ich die BMW-App auch installiert habe. Hier den Kollegen kann ich gedrückt halten und dann kann ich in Schrittgeschwindigkeit rückwärts fahren. Warndreieck, Warnblinker, naja, komm, das soll es erstmal sein. Und wir fahren jetzt mal los. Ganz interessant ist, ich kann rollermäßig meine Füße hier normal aufstellen oder großrollermäßig sie nach vorne stellen. In beiden Fällen habe ich das Gefühl, dass mir das Beinschild hier, das Rollerbeinschild, schön viel Windschutz bietet, sodass ich bei Regen oder bei kaltem Wetter auch gut geschützt bin. Ja, der Roller ist nicht nur schwer, sondern hat auch einen richtig langen Radstand. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, hier Kurvenlage zu bekommen. Ich tue mich damit ja eh noch schwer, aber gerade mit der FXI geht das relativ einfach. Hier mit dem Kollegen, da ist schon ein anderes Gefühl. Dazu kommt noch, wenn man jetzt den Gashahn quasi ein bisschen loslässt oder ich nehme das Gas ganz raus, dann rekuperiert der Roller ganz stark und es ist wirklich wie die Motorbremse beim Motorrad. Und der BMW-Roller rekuperiert am stärksten von allem, sodass man hier fast auf so eine Art One-Pedal-Driving zuarbeiten kann. Und wenn man das ein bisschen raus hat, für Umsteiger glaube ich gar nicht so einfach. Und insbesondere nicht für Leute, die auch noch nicht elektrisch Auto gefahren sind. Da kennt man das ja sonst mit dem Rekuperieren oder auch mit dem One-Pedal-Driving. Hier könnte das sehr ungewohnt sein. Meine Schwester ist den Roller gefahren und sagte, uff, ne, das ist aber eine Umstellung. Und die fährt seit x Jahren Motorrad. Ja, aber das Cockpit ist halt wirklich herrlich übersichtlich, sodass kurzer Blick reicht, um zu sehen, welche Geschwindigkeit man fährt. Und das Setup ist einfach durchdacht. Ja, und jetzt auch hier wieder das Spielchen. Ich bin in Dynamic, geht berghoch und ich ziehe mal richtig am Hahn. Da merkt man auch, das ist mehr als 11 kW, allerdings nicht so krass wie da bei der FXE, wo man da ja wirklich fast die 44 PS oder 33 kW spüren kann. Hier ist man nicht ganz so stark motorisiert, aber es geht, wenn man möchte, halt auch schon richtig gut vorwärts. Im Übrigen auch der BMW CE04 verzichtet auf eine Fußbremse. Auch hier haben wir wieder zwei Bremshebel. Wobei ich die beim CE wirklich kaum nutze, weil ich so gut mit dem Rekuperieren spielen kann. Also man merkt beim CE04 ganz doll, dass BMW seit etlichen Jahren Motorräder entwickelt und dass diese Entwicklungsarbeit hier auch entsprechend eingeflossen ist. Es ist alles durchdacht, der fährt sich wirklich richtig schön. Und wenn man ein bisschen Training hatte, dann kommt man auch mit diesem schweren und langbeiligen Roller ganz gut um die Kurve. Gib mir noch 2 Wochen mit dem Hobel hier und dann geht es halt noch besser. Ich bin den wirklich gern gefahren, auch wenn er wenig mit dem Motorrad gemein hat, sondern wirklich sehr viel Roller ist. Aber er fährt sich halt so entspannt und das macht schon Spaß. Eigentlich keine Ausstattung hier bei dem Fahrzeug, nicht mal hinten Griff für die Rücksitzbank. Es ist relativ nackt. Ich steige mal auf, dann seht ihr das. Ich bin 1,51 Meter groß, fahre jetzt den Ständer ein. 135 Kilogramm wiegt die FXE und 151 Kilogramm darf ich zuladen. Wenn ich jetzt mein bescheidenes Gewicht gucke, ich könnte keine erwachsene Person mehr mitnehmen oder die wäre dann schon sehr zierlich. 7,2 bezeichnet hier bei der FXE die Batteriegröße. 6,3 Kilowattstunden sind netto nutzbar. In 10 Stunden lädt man das Fahrzeug quasi an der Haushaltssteckdose auf. Mit dem entsprechenden Schnelllader geht es in 4,5 Stunden. Das Cockpit von der FXE ist sehr übersichtlich. Ich habe zentral hier die Geschwindigkeit, habe 3 Fahrmodi, im Übrigen Eco, Custom und Sport. Finde ich ein bisschen grenzwertig, ich hätte gerne lieber Eco und Sport, weil ich immer nicht weiß, wie Custom gerade eingestellt ist. Und naja,
Rekuperation und Torque und hier dann die Geschwindigkeit bzw. der Verbrauch. 64% Akku habe ich noch, das ist meine Gesamtreichweite. Und mein Trip und wie weit ich vermutlich noch komme. Das Setup hier auch normal. Ich habe keinen Kupplungshebel, sondern nur einen Bremshebel und natürlich die Fußbremse, wie man das vom Motorrad kennt, Hupe, alles vorhanden. Um die FXE anzuschalten, stecke ich den Schlüssel ein und es wird einem angeraten, dass man vorher Motor aus immer setzt. So kann nichts passieren, denn sobald man das Motor aus anmacht, ist das Fahrzeug betriebsbereit und man kann losfahren. Die Sitzposition finde ich super, gerade die Lenkradposition ist wirklich sehr angenehm. Steigst auf, oder zumindest ich mit meinen 1,80 Meter, kannst sehr bequem sitzen, hast eine gute Übersicht, sowohl über das Motorrad, aber auch natürlich auf die Straße. Im Eco-Fahrprogramm ist die Maschine abgeriegelt bei 110. Und in Sport kann ich sie offen fahren, tatsächlich auf 130. Dadurch, dass ich so schön hoch sitze, habe ich einen coolen Schwerpunkt und kann wirklich auch angenehm das Fahrzeug in die Kurven drücken, wenn ich denn möchte, beziehungsweise in die Schräglage kommen. Und das geht wirklich spielen einfach. Als Wiedereinsteiger wird man sich freuen, wenn man denkt, man hat überhaupt nichts verlernt, bis man dann auf eine Ducati steigt. Und als Umsteiger beziehungsweise Neubeginner sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, weil gerade hier mit dem Gashahn oder dem Stromhahn oder wie es auch, also hier sollte man in der Anfangszeit sehr vorsichtig sein oder sich erstmal nur im Eco-Fahrprogramm bewegen, weil du sonst das Drehmoment immer direkt an den Hinterrädern hast. Ein Wheelie ist kein Problem oder wenn man einen losen Untergrund hat, kann man auch mal schnell wegrutschen. Ja, das Interessante für mich als jemand, der auch einen großen Führerschein hat, ist auf jeden Fall, dass ich ja hier 44 PS anliegend habe quasi, zumindest in der Spitze. Und somit fährt sich auch die leistungsreduzierte FXE, weil die gibt es natürlich auch offen, wie ein richtig großes Motorrad. Und das macht eine ganze Menge Spaß. Ja, in Sport locker anfahren und dann mal ein bisschen mehr Stoff hier den Berg hoch und da sieht man gleich, das fühlt sich auch wirklich an wie 44 PS und ich hatte den Gashahn noch nicht mal richtig aufgedreht. Da kommt man also wirklich sehr schnell auf Geschwindigkeit. Man wird im Übrigen auch gegrüßt von anderen Motorradfahrern, das ist auch eine schöne Geschichte. Die sehen ja nicht, dass es eine 125er ist. Und das Fahrzeug lässt sich wirklich schön agil fahren und, wie ich finde, auch sehr einfach. Und ich finde halt schön, dass ich eine Fußbremse habe, so weiß ich, Fußbremse bremse ich hinten, mit der Handbremse bremse ich vorne, wie beim richtigen Motorrad halt auch oder wie beim normalen Motorrad, was auch immer. Ja, und somit ist der Wiedereinstieg wirklich extrem einfach, weil man das lästige Schalten halt auch nicht braucht, sondern hier einfach sich aufs Fahren konzentrieren kann. Mein persönliches Fazit zur FXE möchte ich wirklich gerne haben. Klar, die Reichweite, das ist ein bisschen doof, aber trotzdem macht die echt richtig viel Spaß. Allerdings kann ich dazu sagen, wenn mein Sohn jetzt kommen würde oder meine Tochter und sagen würde, oh, ich mache so einen 125er Führerschein, das wäre definitiv kein Zweirad, was sie zum Einstieg bekommen würden, weil das mit der Peakleistung wirklich, die fährt sich halt wie eine große, ne? Ich kriege das Grinsen auch gar nicht aus dem Gesicht und von den drei Fahrzeugen, die ich euch vorstelle, habe ich mit der FXE die meisten Kilometer abgespult. Ja, Kinder, das war's auch schon. Das war mein Video zur Besprechung dieser batterieelektrischen Zweiräder aus der 125er Klasse. Jedes steht natürlich für sich. Vergleichbar sind sie nicht wirklich. Ich wollte euch mal einen Eindruck geben über die Spanne, die Auswahlspanne, die man heutzutage hat im elektrischen Bereich. Der Mo, ein klassischer Stadtroller, finde ich. Viel praktische Staumöglichkeiten, auch die Handytasche, habe ich ja gesagt, finde ich super. Der BMW
deutlich teurer, aber fährt sich wie so ein Maßanzug im Prinzip. Da bin ich mir nicht so ganz unsicher, wofür ich ihn einsetzen wollen würde, aber ich möchte ihn eigentlich haben. Und die Zero FXE als absoluter Spaßgarant, auch für Wiedereinsteiger. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Soll ich sowas öfters mal machen, mal so Zweirad-Test aus meiner Sicht einstreuen, auch wenn das jetzt nicht so ein High-End-Test ist. Aber ich denke, es gibt da draußen eine Menge Leute, Midlife-Crisis, ne, die dann überlegen, ob sie wieder anfangen, Motorrad zu fahren. Ja, schreibt es mir doch unten in die Kommentare, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr sowas nochmal sehen wollt und dann auch die Glocke anzuschalten. Ich bin raus, ich verabschiede mich wie immer, bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.